Moinsen und willkommen zurück zu Order of Battle. Mitten in der Schlacht bei Jugoslawien. Teil 2, so gesehen. Wie sieht's aus? Wir haben die Kommandozentrale oder Kommunikationszentrum zerstört. Dadurch kriegen die Einheiten keine Verstärkung mehr. Die Jugoslawen überrennen gerade die Italiener. Ab hier fangen sie mal an, sich ein bisschen zu verteidigen, endlich. Wir sind nicht weit entfernt. Wir sollen auch hier Pritzrin einnehmen. Eigentlich könnte ich da schon rüberfahren. Ich will erst den Panzer hier, was ist das, ein Renault R35 zerstören. Ich komme von der Seite, so ihr seht, flanke den bald sowieso. Und ja, unser Panzer macht hier ein bisschen Mucken. Keine Ahnung, was sein Problem ist. Ich denke mal, vielleicht, dass seine Gleise. Ja, genau, das könnte sein, wenn die Gleise unterbrochen sind. Dass es vielleicht daran lag. Naja, wie auch immer. Hier sind wir ein bisschen in Schwierigkeiten geraten, aber wir haben uns schon mittlerweile wieder ein bisschen erholt. Weil hier ist eine Artillerie und eine Panzerabwehr, die macht uns ein bisschen zu schaffen. Ich werde jetzt erstmal hier den heilen. Können wir den aufwerten? Echt? Können daraus den machen? Ernsthaft? Warte mal. Panzerkampfwagen 3G. Ist das hier? Panzerkampfwagen 3G. Hä? Also 12, 10, 2, 12 und 10. Wenn wir den nehmen, hätten wir 11, 12. 12 bis 7. Fünf. Ach, Quatsch, wir bleiben dabei. Haben wir jetzt nicht mehr Punkte? Die haben wir immer noch nicht. Wie kriegen wir was mehr Punkte? So, jetzt erstmal nach vorne. So peu à peu. Der soll sich noch ein bisschen erholen hier. Wir fahren mal so. Dann ist das Feld größer. Du fährst bitte zurück und heizt dich. Danke. Da ist eine Infanterieeinheit, die ziehen wir jetzt nach oben und gehen die anzutreten. Ich glaube, da hat sie gehockt als letztes. Jetzt greifen wir den Panzer weiterhin an. So. Wir können ja schon mal das Flugzeug hinschicken zur Verstärkung. Oh, nice. Und den noch Leuten fallen. Immer noch nicht schießen. Ich werde mal den Scope hier parken. So. Was sagen meine Flugzeuge? Runter. Und raus. Auch zerstört. Zeit gut, ja mal. Warte mal, stopp, stopp, stopp. Ah ne, war ja den, wir gerade genommen haben. Okay, dann können wir jetzt beenden. Zwei. Ein. Der vermauert sich dann. Der will abhauen und hat mich so abgeschnitten noch, diese kleine Sau. Na, was ist jetzt?
da mal stehen. Alter. Jetzt kann das erste Flugzeug schon mal helfen und eingreifen. Den zweiten schicken wir runter. Und den dritten. Den auch gleich. Wir lassen erstmal oben alles links liegen. Gehen jetzt erstmal runter. Um den Italienern zu helfen. So, wen haben wir noch zu bewegen? Ich weiß nicht, ob ich mit denen. Warte mal. Müssen wir aber Dampf machen hier. Es war eingekesselt. Drei. Sehr schön. Komm da nicht rüber. Oh, ey. Zwei. Kann doch nicht sein, dass sie uns da so festfressen an denen. Ja, warte mal ab. Meine Flugzeuge sind schon leer. Gut, wir sind ja schon fast in der Nähe. Ruf es hier zurück.
Der Zug kann gar nichts ausrichten. Tolle Unterstützung der Panzerzug. Das muss einfach nicht sein. Naja, verscheucht immerhin. Das ist schon etwas. Ach, jetzt kommt die Italiener langsam in Angriff. Ich bin ja begeistert. Na, jetzt greift er mein Flugzeug an, wa? Und trifft auch gleich. Alter. Alter. Drei. Zwei. Greif ich jetzt immer an? Ja. Belgrad, Zange. Das 46. Panzerkorps der Deutschen ist von Österreich aus über die Ebene Sloweniens vorgestoßen, um Belgrad aus westlicher Richtung anzugreifen, während das 41. Panzerkorps von Rumänien-Ungarn aus im Norden Belgrads vorrückt. Also haben wir hier oben auch Einheiten? Nö, 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 ja, nö, nö. Okay, immerhin, es sind ja schon ein paar Einheiten. Das, damit lässt sich ja mal was anfangen. Wir haben eine Artillerie sogar bei. Jetzt kriegt ihr erstmal alle auf den Deckel hier. Anderes. Der Panzerzug ist scheiße, Alter. Der macht gar nichts. So ein Lappen, ey. Dann werden sie langsam mal ein bisschen offensiver. Okay, die ersten Pflichten. Da ist ein Flugfeld sogar. Das ist perfekt strategisch in der Mitte. Kavallerie. Ah, jetzt wollen sie versuchen, ja, okay, verstehe. Ja.
Haltet ihr euch nicht? Okay. Tot. Ist denn Albanien? Verstärkung. Weitere Einheiten der 2. Armee stehen bereit, um sich unserem Vorstoß gegen die Gegenwart Zagreb anzuschließen. 40 Punkte. Na, ach, da wird ja auch mal Zeit, ey. Albanien ist sicher. Nach der Eroberung von Prizren durch die Deutschen sieht sich Jugoslawien gezwungen, seine Operationen in Albanien einzustellen. Wurde ja auch mal Zeit. So, Artillerie ausschalten. Da ist ein anderer Bomber. Zerstört. Okay, da können wir jetzt erstmal Truppen. Alle aufgestellten Einheiten für nicht schon ehemalige. Oh, den haben wir verloren, echt? Kacke. So, wen können wir denn noch aufstellen? Den hier. Mensch. Dich. Kann man unten auch welche aufstellen? Nee, unten nicht. Hier könnten wir welche aufstellen, da will ich gar keine aufstellen. Hier stelle ich noch einen Panzer auf, nachher auf jeden Fall. Obwohl, einen Panzer könnte man auch... Erstmal gucken jetzt hier. So, du auch noch. Noch 23 übrig. Das geht so schnell. Dann stellen wir die auch noch auf. So. Der ist schon aufgestellt, okay. Panzer noch aufstellen hier. Ich weiß halt nicht, woran ich erkenne, was schon aufgestellt ist und was nicht. Achte. Kaufen. 135 kaufen und aufstellen. Wo stellen wir die denn auf? Da. Okay.
Ah ne, halt, stopp, stopp, stopp. Haben wir noch Einheiten da? Die werden jetzt wahrscheinlich von Italienern. Na, greift jetzt meinen LKW an? Ja. Wow. Das wird mich ja aufhalten. So, pass mal auf hier. So weit wieder. Als nächstes. Als nächstes. Versuchen wir mal die hier zu legen. Oh, 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 jetzt muss ich hier runterfliegen hier aber. Das klappt ja alles wunderbar. Prächtig. Hier hinten ist ja nichts mehr gewesen, ne? Nee. Gut, dann werden wir in der nächsten Runde. Was aber hinmachen? Wir haben jetzt so noch bis 25 schaffen wir das, ne? Ah, hat er uns gekappt. Ah. Das war ja nicht was schlau eben. So. Kriegen wir den ja nicht klein, Mann.
So, Flugzeug runter. Gut, wir können also mal landen. Oh, was ist hier? Kein Problem. Gar kein Problem. Alter, hat gesessen. Gehst du bei Luftabwehr? Ich glaube, der da und will bei Luftabwehr. Nee. Der flüchtet hoch. Gut, was müssen wir noch machen? Schießen Sie Mission innerhalb von 25 Runden ab. Wir müssen nur noch Belgrad übernehmen, also. Was machen wir? Ein bisschen Erfahrung sammeln oder jetzt Level beenden? Ich denke mal, so oder so, wenn wir noch ein bisschen mehr brauchen als für diese Folge. Daher bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt zu sehen, wie wir das hier fertig kriegen, schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal.